Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Last but not least, zu guter Letzt fehlt hier noch die blaue Box, und zwar die Raubfischbox für den Monat Oktober. Die UL-Box war ich ja wieder sehr begeistert von, die fand ich richtig toll. Die Pro-Box war auch sehr schön gewesen und da bin ich schon mal gespannt, was wir heute in der hier drin haben. Ist so klassisch die Einsteigerbox, glaube ich. Die wird von allen Boxen, glaube ich, von allen Erstkäufern als erstes gekauft, sage ich jetzt mal so. Also prozentual gesehen, sage ich jetzt mal so. Ist auch immer eigentlich ganz gut, finde ich. 14,95 €, also so teuer wie die UL-Box. 12-Monats-Abo, und wenn ihr ein 6-Monats- oder 3-Monats-Abo nehmt, wird es natürlich noch ein kleines bisschen teurer. Versand kommt immer noch dazu, aber alles, was ihr dazu wissen müsst, steht natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Und da sind auch die Links, dann kommt ihr direkt zu den Boxen, wenn ihr da mal selber gucken möchtet. Genau, da würde ich mal sagen, legen wir jetzt hier mal los. Es ist kalt draußen, da bin ich mal gespannt. Da wird wahrscheinlich irgendwas für Hechte drin sein. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. War jetzt zweimal gespannt innerhalb von einer Minute. Da bin ich wirklich gespannt. Und los. So, da haben wir schon ein bisschen Verpackungsmaterial für den gemeinen Karpfenangler. Das kann man wunderbar anlecken, zusammen machen. Und dann hält es. Richtig super, oder? Richtig super. Oha. So, machen wir mal gleich weg hier. Und da haben wir hier, wer hätte es gedacht, einen Himbeerlolli mit einem rausgemachten Himbeerlolli. Ja, wer hatte denn da Hunger gehabt? Das möchte ich wirklich gerne mal wissen. Da wurde mir noch glatt hier einer unterschlagen. Machen wir einfach mal so. Dann hoffe ich, der Lolli hat geschmeckt. Das ist dann der dritte Himbeerlolli, den ich in diesem Monat habe. Da wäre ein bisschen mehr Abwechslung gar nicht so schlecht gewesen. Nein, ist natürlich nur Spaß. Den essen eh meine Kinder. So, da fangen wir hier mal an. Da haben wir hier von Major Fish natürlich nochmal Jig-Köpfe in der Größe 2,0. 2 Stück. 10 Gramm. Die kennen wir ja eigentlich schon jetzt aus der UL-Box. Da waren auch welche drin, natürlich in etwas kleineren Ködergewichten. Aber hier haben wir natürlich auf die etwas größeren Köder wahrscheinlich perfekt abgestimmte Gewichte drin. Genau, und so einen Köder haben wir zum Beispiel hier. Das sollte der Real Eel sein. Genau, da steht es dran. Aber der ist natürlich schon fertig hier ausgebleit mit einem Hakensystem unten dran. Also einen Zusatzdrilling und oben nochmal einen Einzelhaken. Ja, habe ich auch schon oft gefischt, muss ich ehrlich sagen, aber noch nie so richtig Erfolg mit gehabt. Da sind die jetzt schon bei mir echt eine Weile in der Köderkiste verschwunden, aber ich weiß, dass da wirklich viele Leute Erfolg mit haben mit den Real Eels, und vielleicht gebe ich denen einfach nochmal eine Chance. Auf jeden Fall habe ich hier eine ziemlich geile Farbe erwischt. Ich habe den mir mal damals so in Fire Tiger und Braun gekauft, aber der sieht ja auch echt nice aus. Mal schnell auspacken hier. Schwupps. Der ist 20 cm lang und wiegt 38 Gramm. Das ist schon eigentlich eine Hausnummer. Ja, merkt man gleich. Da ist das gute Stück. Oh, ah, verdammt Axt. Der hat sogar Rasseln drin. Verrückte Welt. Schön, tolles Design hier. Ein bisschen blutige Flossen. Ist das vielleicht ein Voraktiv? Ich guck mal. Nö, ist es nicht. Ist wirklich nur so, damit er ein bisschen blutiger aussieht, ne? Schöner Köder. Sieht man das? Ja, sieht man. Toll. Ja. Auf jeden Fall geil. Also der hat natürlich durch diesen sehr langen Twisterschwanz hinten, macht der richtig ordentliche Bewegung hinten. Also ich werde den auf jeden Fall nochmal fischen. Also ich habe den damals auch ein bisschen kleiner gehabt. Die gibt es auch in, ich glaube, so ungefähr in dieser Länge, wo man natürlich dann den Jig-Kopf selber reinmachen muss. Aber hier ist schon eben alles fertig. Mit Rasseln, Angstdrilling und oben einem Haken. Genau, ein Einzelhaken. Den packe ich jetzt aber nicht ein. Das wird wahrscheinlich eine Stunde dauern. Packe ich einfach mal ganz eloquent hier oben rauf. So halbwegs. Genau. Oha. Da, oh, da haben wir hier auf jeden Fall was Großes. Und zwar könnte, sieht aus wie ein Taschenkrebs oder sowas. Ich pack den einfach mal aus hier. Oha, die Tüte hat aber schon ordentlich gelitten hier. Die sieht schon. Ich glaube, ich packe den mal als letztes aus, sonst habe ich das alles an den Fingern. Den packe ich mal kurz beiseite. Wir machen erstmal nochmal das andere, was wir noch haben. Und zwar hier von. Hoppala. Von Lure Junks haben wir hier nochmal Finisher, Our Version, Our Vision of Success, Our Vision Your Success, Entschuldigung, 8 cm lang, hier eine schöne Mischpackung, kennen wir schon aus der UL-Box, die gemeine Grundel, würde ich mal sagen, hat man hier so halbwegs mit imitiert, nochmal ein Fisch mit Flossen, ich habe es schon mal alles vorgelesen, brillantes Laufverhalten, genau, aromatische Gummimischung, also aromatisierte steht hier natürlich drauf, vielseitige Einsetzbarkeit, ausgeprägte Brustflossen, deutlich verlängerte Absinkphase und so weiter. Ein exklusives Paket hier für My Fishing Box mit geilen Farben hier, Red Motor Oil, Green Tomato, Green Pumpkin, Chartreuse, keine Ahnung, und weiß ich nicht. Genau, diese Farben sind hier drin enthalten.
Genau. Ja, schöne Packung. Ich mag ja diese Mischpackung immer. Da braucht man nicht ein großes Fünferpaket von jeder Packung kaufen. Bevor wir jetzt zu dem Typen kommen, machen wir nochmal schnell, was noch so drin ist. Da haben wir hier nochmal eine Karte von lurejunks.de mit einem kleinen Rabattcode. Wenn ihr auch diese Boxen erhaltet, könnt ihr euch da mit ein bisschen Rabatt noch was kaufen. Da gibt es ja noch einen coolen Aufkleber. Sieht nicht ganz so gut aus wie der MFB-Aufkleber, den ich ja schon mal. Der Fischverliebt-Aufkleber meine ich natürlich. Nicht der MFB-Aufkleber, der Fischverliebt-Aufkleber. Nein, der sieht auch toll aus. Der sieht auch cool aus. Ja, von Lurejunks hier nochmal ein Aufkleber. Wieder mal die My Fishing Box Punkte, die ihr gegen tolle Prämien eintauschen könnt. Gibt ja auch jetzt mittlerweile ein paar kleinere Prämien, nicht mehr so eine ganz großen. Du bist der Geilste. Dankeschön. Und nochmal eine kleine Werbung hier zum MFB Adventskalender. Alles, was ihr so diesen Monat gewinnen könnt, steht ja auch nochmal drauf. Dann haben wir noch natürlich nochmal die Werbung für Spanien, war das, genau. Für Spanien, für alle MFB-Abonnenten gibt es hier nochmal eine Stunde extra. Falls ihr mal nicht nach Schweden oder nach Norwegen fahren wollt zum Angeln. Wenn Spanien irgendwann mal wieder für uns erreichbar sein sollte, dann kann man das gern mal machen. So, also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann legen wir mal los hier mit diesem mordsmäßigen Teil. Das ist auf jeden Fall was für die Hechte hier. Guck mal, wie abgefärbt die ist, die Tüte. Verrückt. So, warte. Da haben wir hier auch einen schönen großen Einzelhaken mit dabei. Den krieg ich gar nicht raus. So. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Das ist auf jeden Fall. Oh, da möchte ich mal wissen, was der wiegt. Was schätzt ihr, was der wiegt? Könnt ihr mal jetzt in die Kommentare schreiben. Und ich mache jetzt mal die Waage an. Dafür habe ich ja dieses hochsensible Messinstrument. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder auf Milliliter mache. So, da steht tatsächlich Gramm. So, da haben wir hier den Jigkopf. Steht es beim Jigkopf drauf? Da steht 20 Gramm. Stimmt das? Ne, 7 Gramm. Wirklich? 10 Gramm steht drauf. Hier. Achso, das war die Länge. Da steht 10 Gramm. Warum wiegt der nur 7? Achso, da war der. Warte mal. Ne, Einheit ist falsch. Moment. Wir brauchen erstmal Gramm und dann machen wir nochmal auf 0. Irgendwie. So, jetzt aber. 12 Gramm. Naja, gut, kann auch in meiner Waage liegen. So, und ich würde sagen, der wiegt. Aua, aua, aua. Der wiegt 40 Gramm. Oh Gott. Hoffentlich mache ich mir jetzt nicht zum Nappel. Moment. 57. Naja, fast richtig. Also habt ihr jetzt zusammen mit dem ungefähr 70 Gramm Ködergewicht. Sollte man auf jeden Fall immer ein bisschen drauf achten. Man denkt so, ja, das macht der Angel schon nix oder so. Aber wenn ihr da ordentlich Schwung holt, ist es nicht ausgeschlossen, dass eure Rute da Schaden nimmt. Aha, der ist von Mans. Steht hier drauf, ne? Ist das nicht auch vielleicht von Quantum? Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Auf jeden Fall hat er eine geile Farbe und ist auf jeden Fall irgendwas für Hecht. Würde ich jetzt mal sagen. Also da beißt auf jeden Fall kein Barsch mehr drauf. Genau, schöner doppelter Schwanz hinten dran, eine schöne Farbe. Ich kann ja nochmal gucken, ist der auch UV-aktiv? Oh, der ist sowas von UV-aktiv. Verrückt, oder? Also, das ist doch wirklich schon toll. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit diesem Video. Eine geile Box eigentlich. Zwar kein Hardbait drin mehr. Okay, das kann man ja. Ja, ist auch ein Gummifisch, aber ist irgendwie auch ein Hardbait, oder? Ist das jetzt ein Soft-Hardbait? Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu sagen würdet. Auf jeden Fall eine schöne Box, finde ich. Mit schöner Ködergröße auf jeden Fall. Eine schöne Auswahl. Allem eigentlich, was wir brauchen, um direkt mal ans Wasser zu fahren. Genau, mit diesen Worten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Lemmy.